fing an mit der Straßenname, mein Straßenname in Dallas, dann natürlich die zwei Jersey Retirements, dann Statue. Und jetzt für mich ist jetzt so ein bisschen ja das absolute i-Tüpfelchen da. Und freue mich natürlich wahnsinnig jetzt auf Springfield. Das wird eine Wahnsinnswoche mit Freunde, Familie aus der ganzen Welt, Mitspielern. Es kommen, ich glaube, über 150 Leute aus meiner Crew, mit denen ich entweder gespielt habe oder die in meinem Leben dabei waren oder Freunde. Und ich freue mich auf jeden Fall. Und das für mich, ich sehe das auch so ein bisschen als Abschluss von den ganzen Feierlichkeiten. Und ich hoffe, dass danach vielleicht erstmal ein bisschen ruhiger wird und dass dann erstmal keine großen Sachen mehr anstehen. Ich bin ja Mavs for Life und deswegen war ich schon eigentlich immer in blauen Anzügen unterwegs und das wollte ich eigentlich auch dieses Jahr, dieses Mal nicht ändern. Blau passt natürlich auch gut zu meinen blauen Augen. An der Rede, ja, habe ich so ein bisschen natürlich angefangen zu arbeiten, als ich gehört habe, dass sie reinkommen, so Ende März, und habe dann so mal ein bisschen angefangen aufzuschreiben, hey, was willst du denn eigentlich sagen, wen willst du denn eigentlich nicht vergessen, so wie meine Schwester bei Jersey Retirement. Sowas darf mir natürlich bei Hall of Fame nicht passieren, das ist klar. Aber im Endeffekt will ich nicht da sein und irgendwie nur ablesen, sondern ich will schon auch ein bisschen spontan sein und da ein bisschen hier und da einfach vom Herz an dem Abend reden. Von daher habe ich schon einen groben Plan,